Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine 899 dabei, Panigale, und eine 1299 Panigale S. Das ist mein hübsches Motorrad. Das hole ich gerade ab vom Service. Wurde alles gemacht. Ich stelle euch die heute mal soundtechnisch vor, wie unterschiedlich die beiden sich anhören. Fangen wir am besten mal mit der 899 gleich an. Heute ist das Wetter auch nicht so bombastisch, aber ich denke, das stört uns heute nicht. Das ist das gute Schmuckstück, mein Sahne-Stück. Ah, ich liebe dieses Moped. Die Farbe ist auch einfach hinreißend. Junge, Junge, Junge. So, das ist Baujahr 2013, schon ein bisschen älter, nicht mehr die jüngste. Das Display ist noch schwarz-weiß gehalten, hat jetzt 25.000 runter, hat auch Quickshifter, Electric Braking Control, das heißt die Motorbremse ist an, DTC, ABS, hat kein elektronisches Fahrwerk. Das muss man hier noch alles per Hand einstellen. Kennen die meisten sicherlich von den Japanern oder Honda oder die Älteren haben das ja alle. Ja, dann starten wir mal das schöne Ding. Das war die 899 und jetzt haben wir so gesehen eigentlich die kleine Schwester, aber das ist eigentlich die ganz große Schwester, wenn man nach Hubraum und PS geht. Die hat 400 PS, sag ich schon, Junge, das wäre auch zu viel. Die hat 400 Kubik mehr, fährt sich aber an sich richtig geil, ne? Also ist zwar Ducati, der größte Zweizylinder, der gebaut worden ist, aber richtig Bombengerät, wirklich richtig, das ist fantastisch einfach, was Ducati hier entworfen hat, das muss man einfach mal so sagen. Und dann gucken wir mal, das Display ist natürlich hier ganz anders. Nächster Service im 3.6 fällig. Ja, ist jetzt in Racing-Mode alles Mögliche eingestellt. Hat auch Ducati Quickshifter hoch, runter. Okay, die 899 Panigale, die hat noch nicht hoch und runter. Die hat nur hoch. Runter muss man dann selber schalten. Und die hat hoch und runter. Ich fahre gerne mit Electric Braking Control off, also ohne Motorbremse. DTC habe ich gerade auf 5. Und Ducati Wheelie Control auf 3 hatte ich mal eine Zeit lang auch aus, aber das ist nicht so happy, weil wenn man damit Gas gibt und bei 6.000-7.000 Umdrehungen kommt das Ding einfach so brachial, das ist noch nicht so einfach zu handeln, das Teil, aber macht Laune, also die geht nach vorne wie eine Rakete. Soundtechnisch ist natürlich auch richtig krass, ne? Man muss auch dazu sagen, das sind die beiden lautesten Maschinen mit 108 dB im Fahrzeugschein und auf dem Fahrzeugrahmen eingetragen. Ich zeig das mal hier, vielleicht sieht man das. Oh, andere Seite ist der jetzt gerade. Da sieht man es vielleicht.
108 dB. Das ist schon eine Hausnummer. So, dann starten wir mal diese Schätzung hier. Ihr werdet wahrscheinlich hören, ich kann kaum reden, weil sie so laut ist. Das ist ja gut für uns. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ich fahrtechnisch mal ein Video dazu machen soll, wie unterschiedlich die beiden sich fahren. Das kann ich auch noch mal gerne machen. Wie gesagt, aber an sich fahren sich beide echt richtig geil und macht richtig Spaß. Und laut sind sie auf jeden Fall. Also jeder hört das Ding schon vom Weiten, wenn man kommt. Diese 108 dB sind einfach wirklich, also die Italiener, was die da entwickeln, das ist schon krass. Ich wollte mal gucken, das ist ja noch die Euro 3 Version, da kann man es vielleicht auch noch mal sehen. Boah, das ist genau dahinter. Da kann man es sehen. 108 dB im Stand und naja, ab einer gewissen Drehzahl schließen die Klappen und gehen sie wieder auf. Aber die sind wirklich, wirklich, wirklich geil. Ja, das war's dann mit dem Video. Lasst es mich wissen, was ihr noch sehen wollt von den beiden Motorrädern. Videos kann ich ohne Ende für euch drehen. Ja, das war's dann. Haut rein. Lasst es euch gut gehen. Was machst du denn jetzt hier? Willst du gucken, was Papa macht? Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Das war nur der kleine soundtechnische Vergleich. Und wie gesagt, auf Wiedersehen. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht ärgern. Und in diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Video.